Trainer, als die Rutschbahn noch da war, bin ich gerne ab der Rutschbahn. Die waren angeblich zu gefährlich. Es wurde grundsätzlich von der Gemeinde entschieden oder es wurde überprüft, ob die Spielgeräte noch den neuesten Vorschriften entsprechen. Und da ist vieles negativ beurteilt worden und dann musste das geräumt werden von der Gemeinde. Und die Gemeinde hat keinen Ersatz vorgesehen. Und das ist dann so an die Öffentlichkeit, oder man hat festgestellt, dass es keinen Ersatz wohl geben wird. Und daraufhin haben sich halt sehr engagierte Personen aus der Gemeinde jetzt zusammengetan, um den Missstand zu beheben. Kurzfristig, aber auch langfristig. Auf dem Spielplatz treffen wir manchmal schon andere Kinder. Das ist dann auch lustiger. Dass Kinder sich können treffen können, die sich wahrscheinlich eh schon kennen von der Schule und einfach so eine Gemeinsamkeit rum ist, oder? So ein Treffpunkt. Dass es ein bisschen verbindet, dass es alt wie jung und ganz alt verbindet. Also auch die Leute vom Altersheim hierher können aktiv etwas machen. Dass die ganz Kleinen, dass man wieder mit Kleinkindern kommen kann und seine Kinder ein bisschen umspringen kann. Das ist mir ganz wichtig. Also mir dünkt, wenn man etwas wegnimmt, sollte man es ja auch ersetzen. Und das war für mich der Ausschlag, dass sie mich hier einsetzen. Wir haben so viele Einschränkungen, dass sie sich irgendwo auch frei bewegen können. Etwas, so, wo man Kraft auslösen kann. Ich habe recht viel Kraft und manchmal kann ich es einfach nicht auslösen. Früher sind wir mehr auf den Spielplatz gekommen, aber als natürlich jetzt das ganze Abbauen ist, ist es gar nicht mehr interessant geworden. Oder? Ich komme von Winterthur und kenne das Spiel bei wir haben mich zum Grossen gegangen und dann da früher bin ich spielen. Ich habe zwei Kinder kennengelernt. Bei mir habe ich einfach mal gesagt, hoi. Ich war halt am Spielen. Er war noch ein bisschen älter. Ich habe halt gesagt, hoi. Und dann ist es eigentlich ruckzuck gegangen und dann sind wir Kollegen. Und wir haben festgestellt, es gibt so nicht den Treffpunkt, auch speziell auch für junge Familien, wo man sagen kann, wenn man da hingeht, da trifft man sicher wen. Man kann die Kinder spielen lassen, man kann sich unterhalten. Das hat uns immer schon jetzt ein bisschen gefehlt. Eine Begegnung mit anderen Kindern, der Austausch mit anderen Kindern, aber auch der Austausch der Erwachsenen. Und hier sollte es dann noch einen Generationenaustausch geben, mit dem Seniorenpark hier auf der anderen Seite des Bach. Weil ich manchmal hier viel spielen kann. Und wenn es manchmal noch andere Kinder hat, dann kann man dort halb auch noch mit denen spielen. Also von uns aus gesehen, es ist eine rechte Dynamik drin und es ist auch der Wille ist da und auch der Ehrgeiz da jetzt wirklich was auf die Beine zu stellen und da wirklich ein gutes Ergebnis rauszuholen. Dass man nicht den ganzen Tag daheim hockt vor dem Fernseher. Dass es einfach auch in der Nähe attraktive Möglichkeiten gibt, um sich draußen zu betätigen. Ich habe das Gefühl, es ist alles besser als das, was wir jetzt haben. Ich glaube, eine Aufwertung braucht es auf jeden Fall. Und alles, was aufgewertet ist, ist besser als das, was jetzt ist.